Hallo und herzlich willkommen wieder hier mit mir, nur einer von vielen und Planet Zoo. Weiter geht's. Ja, für euch, die die erste Folge schon geguckt haben, ihr wisst ja, wo wir jetzt gerade stehen. Wir sind immer noch in der ersten Kampagne, immer noch. Und mein Ziel ist es da ja gerade, die 3 Sterne zu verdienen. Uns fehlt noch der goldene Stern. Dazu haben wir jetzt hier als Aufgabe von einer, wie ist die nochmal, Nancy bekommen. Wir sollen uns hier mal die Faunen angucken. Ja, dann schauen wir doch also mal rein. Was ist denn hier mit dem Faun? Einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Wo ist dann denn ein können V da? Wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Ein bisschen. Okay, was ist denn los? Öffne den Bereich Soziales, soziale Gruppe. Für mehr Details. Zu wenig Jungtiere. Ah, nun, die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Ja, machen wir. Wir sehen jetzt, es Gut. fehlt erwachsene Population. Wie du siehst, es sind zu wenig Tiere. Mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Nimm 3 neue Exemplare auf. 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Okay. Hast du uns bestimmt du schon wieder vorbereitet, ja, ne? Ja, ich weiß es langsam, Nancy. Hast mich ja schon gut so weit gebracht. Also ich würde sagen, ich bin schon professioneller Tiereinsteller. Oder Tierkäufer. Ja, ne, man muss ja gucken, was man gut kann. Ich mach das, was ich halt gut kann. Nix und gut aussehen und dumm rumstehen und, ne? Mhm. Professionell gemacht. Mit dem Kopf nicken. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Ziemlich gemischt jetzt hier, was man machen muss, ne? Jetzt, also viel müssen wir noch nicht machen. Hier finde das Gehege der Tierart-Schneeleopard. Und wir machen einfach mal weiter, ne? Komm. Finde das Gehege der Tierart-Schneeleopard. Da hinten ist es. Ist zum Glück schön markiert. Okay, haben wir? Muss man anklicken, Tiere oder? Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Mhm. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Oh nein, wie geht das denn? Stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Okay. Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Hier sind ja schon Einwegspiegel. Sieht man halt gut, ne? Man sieht da von außen kann man schön reingucken, von innen eben nicht. Oder man kann halt von innen nicht rausgucken, ne? Welche sind denn jetzt hier noch aus Glas? Ach so, echt das bisschen hier. Ach so, das ist auch noch deren hier Schlafplatz. Na gut, dann verstehe ich's. Diesen Teil sagen wir so. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Oder? Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien. Man sieht es ein bisschen schlecht. Aber man kann jetzt schlecht rausgucken, aber wir können halt reingucken. Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Okay, wo ist denn... Ach, das hier ist die... Ach, das sind die Heatmaps, okay. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Schalte die Temperatur-Heatmap ein. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Mhm. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Also ein Schneeleopard hier in, Strom versorgt. Aber in, Zukunft in England, musst dem du ist bestimmt warm. Achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Aha, das ist auch gut zu wissen, okay. Also mindestens 3 Stück, sagte die jetzt. Wir probieren es mal aus, ne? 1, 2 und dann hier noch eine. Das reicht. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Und jetzt, worauf ist das denn hier eingestellt? Der ist es eingestellt dauert auf ein bisschen, 0 Grad. Bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen okay. oder alle Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Lass uns den doch erstmal angucken, hier den Schneeleopard. Hallo Katzi. Oh, ja okay, ja. Das ist cool. Würde ich auch gern können. Da hast du jetzt aber wirklich einen schönen Platz ausgesucht. Also kann schon mal sein, wenn man seine Schneeleoparden sucht, dass man die in den Bäumen suchen darf anscheinend. Und jetzt kletterst du so direkt wieder runter, ne? Was aber nicht lang da oben war. Ah, hast du Fresschen gefunden, oder was? Ja, okay. Wir sollen hier doch irgendwas machen, ne? Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst. Was sollen wir nochmal machen? Wahrscheinlich mehr Schnee malen oder so, ne? Wir sollen hier gucken. Gelände. Zu wenig Schnee, zu viel Gras lang. Also wir brauchen mehr Schnee und weniger Gras lang. Machen wir doch einfach hier Gras zu Schnee, ja? Funktioniert das? Ja.
Leider machen wir auch ein bisschen Gras kurz weg. Aber das können wir gleich vielleicht noch wieder machen. Wiederholen. Oh, da waren aber ganz schön viel Schnee hier, ne? Ja, Frau Schneeleopard. Oder war das ein Herr? Ich weiß gar nicht, warum. Hat er genug Schnee? Schnee sieht schon mal gut aus, aber ist noch zu viel Gras lang. Also Gras lang. Warum haben wir denn noch Gras lang? Hier vielleicht hier? Sehr okay, gut. Geschafft. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Ja. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Oh. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Okay, das sind ein paar, ne? Gut, ich mach kurz Pause. Ich mach kurz Pause. Alles klar. Na gut, dann müssen wir das machen. Erhöhe das durchschnittliche Wohlbefinden für insgesamt aller Tierarten. Und für insgesamt aller Tierarten auf 90%. Klingt ein bisschen komisch. Na gut, hier sehen wir jetzt, welche gerade nicht so gut dabei sind, ne? Hier zum Beispiel die Schildkröten, die haben irgendwelche Wehwehchen. Schauen wir uns doch mal an, wo sind die Schildkröten hier überhaupt? Sind die hier? Ja. Und was ist hier los bei euch? Wohlbefinden nicht ganz so hoch, weil stabiler Rückzugsort fehlt und die Lebensqualität ist nicht so toll. Dann machen wir das, ne? Ach echt, habe ich jetzt hier schon alle Sachen, die ich erforscht habe? Scheint so, ne? Ich habe ja Dingens-Modus da halt schon ein bisschen gespielt und habe schon ein bisschen erforscht im Franchise-Modus. Anscheinend habe ich die Sachen jetzt hier alle. Okay. Na gut, wir wollen den hier. Ne, hier habe ich ja sogar noch mehr. Also hier hat man, glaube ich, automatisch alles erforscht, ne? Weil das Ding habe ich zum Beispiel noch nicht. Hängendes Fass. Und das hier habe ich auch nicht. Futterballspinne. Hm. Was ist das hier? Beschäftigungsobjekt Kreisel. Achso. Na gut, wir brauchen hier einen Unterstand für Schildkröten. Schildkröten brauchen ja wohl nicht so was Großes, oder? Jetzt hier einfach hier irgendwie so ein Ding. Hier, komm. Schön machen wir wann anders. Das reicht denen noch nicht mal. Oh, das ist zu klein. Wollt ihr noch einen Schlafplatz dazu oder was? Eine Riesenschildkröte. Guck mal hier, probieren wir mal. Ihr seid doch nur zwei, oder? Kriegt da drei Schlafplätze. Nee, das hat nichts gebracht. Machen wir erstmal hier das andere hier noch. Guck mal hier. Kriegt da ein bisschen was zum Spielen. Was können wir euch denn da mal? Was ist denn mal für Schildkröten? Futterbeschäftigung und das ist Spielzeug. Wir brauchen was für die aller Riesenschildkröte. Nee, das bestimmt nicht, ne? Ein Feuerwehrschlauchball? Ball? Nee. Ein großer Ball? Nee. Kauspielzeug? Glaube ich auch nicht. Ein Kegel? Nee. Eine Schildkröte mit dem Keyboard? Nee, aber mit dem Ball kann die Schildkröte spielen. Hey, na komm, dann kriegst du einen Ball. Da. Kriegst du sonst noch was? Das hier vielleicht? Ja, guck mal, hier kriegst du noch so Kräuterwitterungsmarkierung. Irgendwo hier, dass du da auch was zum Spielen hast. So, und jetzt noch Futterbeschäftigung. Aha, dafür interessiert sich auch eine Schildkröte, für so einen Hundeball. Hat sie? Was können wir denn mal noch? Bambus? Nee. Nee, das ist für andere, ne? Das auch. Das hier? Auch nicht für die Schildkröte, den haben wir schon. Hier bestimmt, ne? Ja, so ein paar gefrorene Früchte. Können wir die noch hier nehmen? Ja. Okay, bei den Schildkröten sieht es jetzt, glaube ich, schon wesentlich besser aus, ne? Lass uns mal gucken. Hat er die nochmal gesagt? Hier Zoo und dann hier. Ja, Schildkröten ist okay. Wir müssen ja insgesamt an 80% kommen. Welche Tiere sind denn noch schlecht? Zebras. Denen geht's gar nicht so gut. Oder deren Wohlbefinden. Oh, kleine Zebras. Oh, guck mal, ein kleines Zebra. Mach schön fressi, fressi. Mach schön nom nom, kleines Zebra. Nee, hast du genug nom nom gemacht? Das ist so ein schönes gemischtes Gehege hier, ne? Mit den Giraffen. So was will ich später auch machen. Gefällt mir gut.
Na, was ist denn hier dein Problem, ne? Gelände, Pflanzen. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwierig mit einem gemischten Gehege. Aber vielleicht können wir hier Lebensqualität da noch ein bisschen was machen. Für die Zebras wollen wir, ne? Dann gucken wir mal. Wird doch wohl hoffentlich nicht so schwer sein. Das hier ist nicht für ein Zebra. Vielleicht ein Pinata-Zebra für die Zebras? Nein. Nee, das wollen die auch nicht. Mag denn mal so ein Zebra? Hier bestimmt hier so ein Rollfass, oder nicht? Nee, kein Rollfass. Nein, auch nicht. Früchtebaum. Ja, nu. Was ist denn hier mal für Zebras geeignet? Das war für die Netzgiraffe. Ist hier nichts für ein Zebra? Habe ich es nur übersehen? Kann doch nicht sein, oder? Ich übersehe es bestimmt. Aber ich gucke gerade auch mal einfach ganz unten. Ich meine, vielleicht dieses hier Ding hier, ne? Aber da steht irgendwie nichts. Wofür das ist. Ich baue das mal. Wo kann man das denn mal gut hinbauen, wo die das auch sehen können? Ach, kommt einfach irgendwo da rein. Ja, hat anscheinend nichts gebracht. Okay. Jetzt haben wir für die Zebras echt nichts zum Spielen? Oder habe ich es einfach nur übersehen? Oder, ne, hier, Futter meine ich. Okay, gucken wir mal, ob wir was zum Spielen finden für ein Zebra. Vielleicht gucke ich auch einfach nur doof. Will ich nicht ausschließen. Ich gucke halt immer hier und... Ach, weil die Steppenzebras heißen, bin ich blöd. Und ich gucke halt die ganze Zeit nach Zebra, ne? Okay, dann suchen wir hier nochmal. Jetzt muss ich halt nach S gucken. Nee. Da, Steppenzebra. Okay, da haben wir es. Ja, jetzt geht's auch hoch. Ach, echt, schon geschafft, ja? Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Ja, danke. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Okay, dann habe ich mir nämlich jetzt fast gedacht, dass wir nämlich jetzt in einen anderen Zoo kommen. Schade. Ja, warte mal, jetzt bin ich immer noch nicht ganz fertig. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen. Ja, ich bin gut. Weiß ich da selber. Ahnte ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Warum sollte ich? Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Oh. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Danke, Bernie. Einen, das ich habe, natürlich. Ach, du hast doch eins. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich auch. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Oh, ein Fall geht gefroscht mit niedrigem... Na gut, Wohlbefinden. Ja, wir haben die erste Mission geschafft. War eigentlich ganz cool. Ging doch jetzt ganz gut, finde ich. War wahrscheinlich auch erstmal so zum Reinkommen. Wir haben alle 3 Sterne uns ergattert, ne? Den bronzenen, den silbernen und den goldenen. Und damit haben wir die Mission wohl wirklich komplett abgeschlossen. Ich denke, die werden wir wohl nicht mehr sehen. Weiß ich nicht genau. Deswegen gucke ich mir doch jetzt den Park hier nochmal an. Weil es gibt hier doch bestimmt ein paar schöne Sachen, die gemacht haben. Zum Beispiel schaue ich hier jetzt gerade mal auf die Eisenbahn, die hier so drumherum führt. Finde ich schon recht cool. Und ja, was hier auch gut gemacht ist, was ich mir jetzt schon mal so ein bisschen abgucke, so als Ideen, ne? Die Eisenbahn dann zum Beispiel an so einem Gehege vorbei, dass man da auch dann reingucken kann. Und da haben die hier nicht sogar, hier haben die irgendwo sogar so eine Haltestelle gemacht, ne? Dann können die Leute da raus. Achso, dann kommen die hier zum Beispiel zu den Zebras. Na gut, hier kann man halt generell noch weiterlaufen, ne? Schon cool gemacht. Ich muss sagen, hier so manche Unterstände hier gefallen mir echt gut. Weiß nicht, das Ding hier zum Beispiel, ich denke, das ist selbst gebaut, ne? Oder da bei den Tigern fand ich auch sehr cool, ne? Muss ich sagen. Wo war das denn nochmal?
da war doch auch was. War das bei den Tigern? Nee, war beim Schneeleopard, oder? Wo man von außen so reingucken konnte. Also das fand ich auch eine geile Idee, muss ich sagen. Komm, wir gucken uns jetzt hier einfach nochmal ein paar Minuten lang ein paar Gehege an. Bevor wir dann in die nächste Mission hopsen. So ein paar Ideen holen. Ah, der hat, ne? Hier haben die zum Beispiel das Windkraftding da gebaut, um an Strom zu kommen. Ah, hier ist halt so ein selbstgebauter Laden mit zwei Läden drin. Mhm. Pizza Pen und Cosmic Cow Milkshakes. Na gut, also dieses... Oh, was stehen denn hier die Leute so lange an? Ah, ihr wollt alle in die Bahn, ja? Achso. Sieht so aus, ne? Ja. Die wollen alle mit der Bahn fahren. Na gut, dann könnt ihr das. Wo war das? Hier zum Beispiel, genau. Die Idee finde ich halt schon sehr geil, ne? Wenn man das echt so bauen kann, dass das die Tiere nicht stört, finde ich das sehr geil. Und wenn das hier auch als Unterschlupf zählt. Ich guck mir jetzt mal eben an, wie die das hier denn gebaut haben. Scheint mir, ja, das hier ist halt ein bisschen aufgeschüttete Erde, ne? Dann sind dazwischen einfach ein paar Steine reingebaut und oben ein paar Steine draufgelegt. Oder kriege ich auch hin? Das hier ist auch kein... Ne, das ist immer so eine Mischung aus Stein, wie man hier sieht, und Erde. Na, ja, werde ich mal nachbauen. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Auch wie das hier hinten zugebaut haben und so. Und dann hier auch zu gucken, ne, dass die dann da nicht drüber kommen. Ich hätte jetzt ja schon ein bisschen Angst, dass der abhaut, weil wir haben ja gerade gesehen, wie gut der klettern kann. Als ob der hier nicht einfach zack, zack hier hoch und dann, ja, ne, herzlichen Glückwunsch. Hier ist ganz viel Happa Happa. Oder leckeres Nom Nom für den Schneeleoparden. Hm. Auch das mit dem Wasserbecken gefällt mir gut. Das sind schon echt ein paar schöne Sachen, ne? Ja, ich habe ja in der letzten Folge schon mal erwähnt. Also wenn man auf solche Spiele steht, ne, solche Parkbausimulationen, sag ich mal, ne, wie, ich sag jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier, ne, Rollercoaster oder ja, selbst sowas wie 7 Hospital, finde ich, zähle ich dazu. Ist zwar jetzt kein Park, sondern baut man ein Krankenhaus, ne, aber geht sich um das Prinzip. Was haben wir da noch gehabt? Okay, klar, Planet Coaster, ne, keine Frage, ist natürlich wie Rollercoaster. Und die ganzen verschiedenen Teile davon. Wenn man sowas cool fand, dann ist, glaube ich, Planet Coaster hier, Planet Zoo in dem Fall, ne? Planet Coaster ist auch ein tolles Spielchen, keine Frage. Glaube ich schon das Richtige für einen. Also wenn man auf Tiere steht und Bock hat, sowas Detailliertes oder einfach nur mit denen rumzuspielen, ne? Und man kann hier ach, mit so vielen Details und, ich sag mal, dann so ein bisschen die Liebe da ins Bauen reinbringen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel doch glatt das Richtige für denjenigen ist. Also mich fasziniert. Ich habe schon etliche Stunden, auch in der Beta, habe ich etliche Stunden hier mit verbracht, einfach nur mit dem Tüfteln, ne? Oder hier sowas zum Beispiel, ne? Ich glaube, das hier ist für die Vivarien, ne? Achso, ne, das ist auch für den Zug. Wie man hier ja doch selbstständig solche tollen Sachen bauen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst weiter ausdrücken soll, außer Sachen. Werde ich nochmal genau drauf eingehen. Werde ja sehen, wenn ich auch was Großes baue, ne? Oder im Franchise. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mit der Serie dann so zusammentüdel. Jetzt will ich erstmal ein bisschen Kampagne spielen, um auch so ein bisschen selber erstmal in die Grundlagen hier von dem Spiel reinzukommen. Ich glaube, ich kann zwar schon ein bisschen, aber was ich hier gerade schön finde in der Kampagne, weil ich gucke mir ja sonst nichts an von anderen oder so, dass ich noch ein paar Ideen bekomme, ne? Wie man was hier bauen kann. Weil sonst tüftle ich immer nur selber und ist auch toll, ne? Klar, fasziniert mich voll. Aber, ja, mal so ein bisschen Eindrücke erstmal bekommen, ne? Weil zum Beispiel hier haben wir jetzt ja das Gehege vorhin gebaut, ne? Oder in einer anderen Folge haben wir das ja gebaut und hier mit den ganzen Pflanzen. Sieht doch recht wahllos aus, finde ich, ne? Also, das geht auf jeden Fall schöner, glaube ich. Darum werden wir uns in anderen Folgen mal ein bisschen mehr Mühe geben um Schönheit. Ach, warte, man kann die Generatoren sogar auch einbauen. Siehst du, das ist auch noch ganz cool, finde ich. Dann stehen die halt nicht so blöd rum, sondern man kann dann noch so ein bisschen, ja, Deko drumherum bauen, damit man die nicht so sehen kann, ne? Also das hier fand ich auch... Ah ne, das ist einfach nur ein Pausenraum. Ich dachte, das wäre für die Vivarien. War auch cool. Einfach nur so eine große Aula hier gebaut. Falls es mal regnet, können die Leute halt hier sitzen. Na gut, bei dem Ding hier weiß ich nicht. Was ich wiederum sehr cool finde, ist hier dieses Faungehege. Ich würde das sogar noch begehbar machen. Da sieht es ja eigentlich im Prinzip aus wie so ein bisschen... ja, wie einfach ein Blumenbeet, ne? Mitten in unserem Park. Aber nein, es ist ein Gehege und da laufen die Faunen drin rum. Ich fände sowas, glaube ich, cool, wenn noch ein Weg da durchgehen würde. Damit die Leute halt auch da durchgehen können. Na, das ist nur so eine Idee, ne? Wie man das Ganze noch verbessern könnte. Also, sowas werde ich auf jeden Fall mal nachbauen. Was ist das hier denn? Ach so, das hier ist auch wieder für Energie. Ah, und der baut, also die haben das hier so eingebaut, dass die Leute das nicht so sehen können, ne? Vermutlich, denke ich mal. Aha. Ja. Doch, bin ich mal gespannt, wie das in den anderen Zoos aussieht. Also, jetzt habe ich hier, oder jetzt haben wir ja jetzt hier auch schon einiges gesehen.
ein paar Ideen, ne? Hier zum Beispiel das mit den Flusspferden finde ich auch absolut episch, ne? Dass man da. Man kann also hier drin stehen und das ist also hier so ein bisschen runtergebaut, dass man also sehen kann, wenn die Flusspferde schwimmen und wenn dann hier so ein Flusspferd an einem vorbeischwimmt. Ah. Okay, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, oder hier mit der Deko daran, ne? Sieht schon echt geil aus, muss ich ja sagen. Ja, sowas will ich auch selber nachbauen. Auch die Grafik von dem Spiel ist eigentlich recht schön, ne? Wenn ich mir so die Grafikdetails angucke. Auch die Spiegelung und so, ist schon wirklich schick. Also, ich habe hier im Moment auf jeden Fall viel Spaß an dem Spiel. Mich fasziniert's. Ich wollte jetzt mal gucken, wo denn hier so ein Pferd ist. Was bist du denn? Ein Flusspferd. Hätte ja auch sein können, dass ein Zwergflusspferd ist. Ah, und hier kommt jetzt das andere. Gehst du gerade baden? Nee, der jagt den Pfleger mit dem Futterbeutel. Maschika. Na gut. Nee, also mir macht's wirklich sehr viel Spaß. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ne? Wie die nächste Mission weitergeht. Hä, was sehe ich da gerade? Unsere Arterhaltungspunkte ticken einfach hoch, ne? Hier, ich habe gerade einfach einen dazugekommen. Warum, ne? Avatar, andere Zoos besuchen lassen, täglich anmelden, Community-Herausforderungen. Da, guck, da tickt gerade einfach hoch. Etwa dafür, dass wir jetzt gerade die Kampagne spielen, oder wie? Na, das werde ich auch noch rausfinden. Ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mehr hiervon sehen wollt, mit mir, hier und ihr, und ne, dann wisst ihr doch, schaltet einfach rein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zusehen, wünsche noch viel Spaß und bis bald. Tschüss zusammen, ich bin raus.